Krisen. Wir wollen über Krisen reden, also die Momente, in denen es spitz auf Knopf steht, Wendepunkte, ein narratives Muster für vieles, man kann fast sagen für fast alles, das berichtet wird. Umstürze, Tumulte, Kriege, Staatskrisen. Aber wir kennen natürlich auch ganz andere Kontexte. Es kriselt bei Brangelina, es kriselt bei Werder Bremen. Also man kann ganz viel über dieses Erzählmuster Krise an den Mann und die Frau bringen. Ein Muster, das die Mediennutzer und Macher und wir haben einige heute Abend hier vorne kennen und gerne anwenden. Und jetzt soll es eben um die Krisen gehen, jenseits von Brangelina und Co., die nicht banal sind, die viele Menschen wirklich betreffen. Wir haben einige davon zurzeit. Und ich denke, wir können alle nur antippen, sonst verlieren wir uns irgendwie auf der Weltkarte. Wir haben Russland, Ukraine, Israel, Gaza, Syrien, Irak. Die finden natürlich alle ihren Niederschlag in den sozialen Netzwerken. Und ich möchte das mit drei Leuten besprechen, die sich intensiv damit beschäftigen, als Beiträger wie als Rezipienten. Stellen Sie euch vor, zu meiner Linken Thomas Wiegold, hat interessanterweise den Kriegsdienst verweigert, aber dann, ich glaube, zu einer Zeit, schätze ich mal, als man das noch sehr handschriftlich, oldschool, ausführlich, mit in Schönschrift auf Formbögen niederschreiben. Das war nicht das Problem, sondern richtig mit Prüfungskommissionen. Warum, junger Mann, wollen Sie denn nicht? Genau, aber dann hat er sich so sehr mit dem Gegenstand beschäftigt, dass er eben doch irgendwie offenbar was abgewinnen konnte. Jetzt seit mehr als zwei Jahrzehnten, glaube ich, ne, berichtest du als... Seit 93. Seit mal festangestellt, mal freier Journalist über sicherheitspolitische Themen, Auslandseinsätze der Bundeswehr und alles, was dranhängt. Und sein Blog heißt Augen geradeaus, wer dahin surfen möchte. Christoph Südow hat Islamwissenschaft und Geschichte hier an der FU in Berlin studiert und 2005 den Nahostblock Al-Sharq gegründet. Sehr gut. Und ich konnte auf der Seite selbst nicht erfahren, was das heißt. Dazu musste ich Wiki bemühen, der Osten. Er hat bei Spiegel Online volontiert und seit vergangenem Jahr ist er dort Redakteur im Politikressort. Und bei uns natürlich vom Spiegel kommt der Experte für die Aussöhnung von Print und Online. Ja. Johanna Röhring hat Amerikanistik studiert und zum Thema Military Blogs promoviert, was ich schon mal ein hochspannendes Thema finde für eine Promotion. Danke. Krieg bloggen, wer möchte, kann das auch kaufen als Buch. Krieg bloggen, soldatische Kriegsberichterstattung in digitalen Medien. Und sie unterrichtet jetzt an der University of Maryland und an der Universität Tübingen, gibt Seminare zu den Themen Kriegsberichterstattung, Kriegsliteratur und Kriegspropaganda. Ich habe aber vorhin lernen müssen, dass sie nicht nur militaristisch unterwegs ist, sondern sich mittlerweile auch mit Tanz beschäftigt. Schönes braucht man ja. Wäre sicherlich auch interessant, da nach verwandten Strukturen zu suchen, ist aber heute nicht unser Ding. Also Krieg bloggen heißt die Doktorarbeit. Die Frage, meine erste Frage wäre, verändert sich denn der Krieg, wenn er umzieht in ein anderes Medium? Also ist der Krieg im Blog beschrieben ein anderer als der, den wir so als Nachrichtenkonsumenten ansonsten kennen? Also meine Erwartung war erstmal, dass er sich nicht verändern würde, sondern so die ersten Blogs, die in den Medien besprochen wurden, da ging es auch um Gefechte, um auch ein bisschen um Abenteuer, um einzelne Soldaten, die Abenteuer in Gefechten erleben. Als ich dann aber viele Blogs über längere Zeit gelesen habe, muss ich feststellen, dass es sich in der Tat verändert. Und zwar verschiebt sich der Blick eigentlich auf den Kriegsalltag. Also man kriegt jetzt nicht so sehr die Informationen, die man jetzt von einem Journalisten auf Twitter erfahren würde. Also die neuesten Meldungen, die neuesten Entwicklungen habe ich da nicht gefunden, sondern Alltagsbeschreibung, also wie ist das Wetter, ich muss wieder warten, die neue Regelung macht unser Leben noch schwerer, heute gab es wieder kein Internet und solche Sachen. Also es ist eigentlich also schon wirklich eine andere Perspektive, aber nicht die Perspektive, auf die Leute am Anfang gehofft haben, nämlich näher dran, aktueller, irgendwie die Wahrheit, nach der immer alle suchen, sondern eben Alltag. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, so ein bisschen der, wie kann man das sagen, so der lange Schweif oder der lange Schwanz des Krieges, so dieses lange Leiden, was auch für Soldaten, die vielleicht gar nicht verletzt wurden, dann trotzdem durch den Krieg verursacht wird. Also PTSD, Verwitwung und Unfälle. Könnte man sowas sagen wie Tagebuch online oder ist das verkehrt? Ja, könnte man.
Also ist es vielleicht ein bisschen, bei Tagebuch denkt man ja an privat. Und ja, ist ein Blog ja privat. Ist nicht, meistens nicht privat, sondern doch meistens ja öffentlich lesbar. Und ein Blog ist auch interaktiv. Also das heißt, die Leute können schreiben. Und was jetzt vielleicht 2014 auch relevant ist, ein Blog und die Inhalte vom Blog können auch in andere Medien wandern. Und da kommen wir nachher auch noch zu. Und ein Tagebuch ist so ein bisschen zu abgeschlossen, zu abgeschlossen, würde ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein Genre, was als Vorläufer vom Blog gesehen werden kann. Jetzt ist ja, du bist Amerikanistin und die Kriegsreportage hat eine große Geschichte im amerikanischen Journalismus. Ist eine Gattung, die wir da, ja, ich will nicht sagen täglich, aber doch häufig in der Presse finden, im Vergleich zur deutschen Presselandschaft, wo diese Art der Kriegsreportage eigentlich gar nicht vorhanden ist in dem Sinne. Was finden denn die Leser der Blogs, oder anders gesagt, könnte man sagen, das, was die in den Blogs, die Leser finden, ergänzt das, was in der Presse steht, oder gibt dem so einen anderen Hintergrund, ein anderes, füttert das anders aus, oder in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Also das finde ich eine schöne Formulierung, weil es ja oft, also besonders wenn die Leute gerne einen reißerischen Artikel über dieses Thema schreiben wollen, dann formulieren sie das als Entweder-Oder und Gegenüberstellung, die Laien, Journalisten, Blogger lösen jetzt alle professionellen Journalisten ab, die digitale Revolution wird alles verändern und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich nicht so und viel zu einfach. Und genau, also ich denke, diese Blogs können gut als Ergänzung wirken, um eben einen Einblick in den Alltag zu kriegen und manchmal auch, wenn man Glück hat, um ganz aktuelle Informationen zu liefern und vielleicht auch um das, also man hat ja doch, man liest ja doch gerne was über Brangelina, also man mag persönliche Schicksale verdeutlichen Probleme und ich glaube, dass der Blog, dadurch, dass er in der Ich-Perspektive geschrieben ist, das vielleicht so ein bisschen lesbarer, verdaubarer, interessanter macht, weil es eben doch emotionaler? Emotionaler und deswegen dann vielleicht auch, deswegen braucht man dann aber, weil es emotionaler ist, definitiv auch den Journalisten, der eben das Ganze objektiver Danke für die Überleitung. Objektiver dann wollen wir darstellt. Immer einbeziehen. Ja. wenn du solche Blogs liest und ich weiß, dass du das tust, wenn ihr es mir nachtun wollt, es gibt noch eine, ich glaube, anderthalb Jahre alte Aufzeichnung von der Republika, wo du mit einem Kollegen Blogs, Facebook-Seiten von israelischen Soldatinnen Facebook, YouTube und so weiter ansteuerst und versuchst zu deuten. Wenn du dich als Journalist über diese Blogs beugst, über die wir gerade gesprochen haben, was liest du daraus? Oder liest du die nicht, weil du sagst, da gibt es für mich nichts? Doch, ich lese die schon. Sie sind allerdings in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Also auch in den USA. Ja. Die hatten ihre Hochzeit so 2004, 2005, 2006, 2007 vielleicht. Aber dann ging es sehr runter. Aus den verschiedensten Gründen. Unter anderem, weil das amerikanische Militär manches auch nicht so prickelnd fand, was die Leute da erzählt haben. Weil das dem Bild vom der Krieg läuft gut vielleicht ein bisschen widersprach. Und sicherlich auch dadurch, dass Facebook viel stärker wurde, sind sehr viele dieser persönlichen Schilderungen zu Facebook abgewandert. Mhm. Also wo die Leute einfach reingeschrieben haben, dieses heute kein Internet, heute kein warmes Wasser und Krieg ist auch nicht schön. Dass das viel mehr auf Facebook stattfindet, nicht in dieser Form der Blogs, die natürlich dann auch ein bisschen aufwendiger sind. Und welche Dennoch, Qualität haben die Infos, die du für deine journalistische Arbeit da rausholst? Das ist sehr unterschiedlich. Es gab am Anfang, vor allem aus dem Irakkrieg, einige Militärblogs von Leuten, die im Irak stationiert waren. Das fand ich irre interessant, weil das so einen Einblick gab, was jenseits der offiziellen Berichte und auch jenseits dessen, was Journalisten mitbekamen, einfach einen ungeschminkten Blick erlaubte. Wie erleben die Soldaten das? Was machen die eigentlich? Wie gehen die davor? Und das waren einfach Dinge, die man aus anderen Quellen nicht erfuhr. Inzwischen ist es leider, also auch aus Afghanistan gab es einige, die sind alle weitgehend eingeschlafen. Mhm.
Weil das ist, man das, was es zu erzählen gibt, bereits erzählt hatte? Das glaube ich nicht, nein. Die sind deswegen eingeschlafen, weil die Leute, das war so mein Eindruck, eher auf die kleine Form gingen. Also wirklich nur ein paar Zeilen bei Facebook schreiben oder vor allem Fotos auf Facebook posten, was dann immer einfacher wurde mit dem Smartphone. Das war, glaube ich, ist für einen Soldaten, der ja auch noch andere Dinge zu tun hat, einfach schneller, einfacher als einen Blog zu betreiben. Ja. Jetzt würde ich gerne von dir noch wissen, ich habe mir deinen Blog natürlich angeguckt, wer liest dich? Also du, Männer vor allem. Du steckst unheimlich viele Artikel rein und man muss dazu sagen, zu einer riesigen Bandbreite von Themen, also sicherheitspolitischer Journalist, das ist so irgendwie so eine Wald- und Wiesen-Zusammenfassung, aber letzten Endes betrifft es, die Bundeswehr will attraktiver werden, die verschiedenen Auslandseinsätze der Bundeswehr, aber auch andere Armeen, wie die für sich werben. Es geht bis zu einzelnen Modellen, Projekten, Ankäufen, die geklappt haben oder gescheitert sind. Also es ist teilweise very special interest und teilweise ziemlich breit. Und sobald was drin ist, peng, 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 kommt, glaube ich, mindestens 2 Dutzend Kommentare auf. Ja, also der Rekord liegt bei knapp 1000, aber auch nur, weil die Kommentarfunktion nach 2 Wochen automatisch abgeschaltet wird aus Spam-Schutzgründen. Und dann hatte ich aber wiederum das Gefühl, dass die Menschen dort sehr zivilisiert miteinander sprechen. Man sieht sich, das finde ich auch eher ungewöhnlich. Ist unterschiedlich. Und ich habe jetzt zumindest, ich habe ja natürlich nur Stichproben genommen, entnommen, aber ich hatte den Eindruck, dass da recht seriös und argumentativ miteinander umgegangen wird, statt dass, also ich hatte den Eindruck, da wird nicht so einfach was reingehustet und reingepöbelt. Also es freut mich, dass dieser Eindruck entsteht. So, und jetzt es zurück zur Frage, wer liest dich? Sind das alles irgendwelche ranghohe Menschen, die wissen wollen, was wird denn über unsere Truppe berichtet? Auch. Also es sind sehr viele Soldaten, sowohl ehemalige als auch aktive Soldaten. Es sind aber auch, und das freut mich dann immer umso mehr, Leute, die mit dem Thema vielleicht gar nicht so viel Berührung haben, aber sagen, ich will da mal reinschauen. Eine befreundete Bloggerin aus München, also so eine Privatbloggerin, hat mir mal gesagt, ich schaue bei dir rein. Erstens, weil ich finde, ich will wissen, was mit Streitkräften und Sicherheitspolitik los ist. Und zweitens glaube ich dir mehr als den normalen Medien. Denn wenn du Scheiße schreibst, kommen sofort deine Leser, hauen dir das so um die Ohren und korrigieren das. Okay, also die Schwarmintelligenz schreibt auch noch mit. Die Schwarmintelligenz schreibt sicherlich auch mit. Mhm. Es ist, danke, dass du sagst, es ist überwiegend zivil. Es gibt auch manchmal Streit und es gibt manchmal auch einfach so ein bisschen, ach, wo ich dann reingrätsche und sage, Leute, der Ton hier ist einfach scheiße. Aber überwiegend schon. Und es sind viele Leute, die das, worüber ich schreibe, beruflich machen. Mhm. Also ich gucke ja immer als Journalist, es geht uns ja immer so, ich gucke von außen drauf und kann dann nur berichten, ich habe recherchiert, weiß ich nicht, mit dem Hubschrauber gibt es ein Problem. Und dann meldet sich mit ein bisschen Glück der Feldwebel Dosenkohl aus dem Instandsetzungstrupp, natürlich unter Pseudonym, und kann genau erläutern, das Problem ist weil. Und das weiß ich doch, weil ich immer daran schraube. Das finde ich immer ganz toll. Finden alle anderen Leser auch toll. Die Bundeswehr findet es manchmal nicht so toll. Also mich hat auch schon mal ein Kommandeur angerufen und hat gesagt, ich muss gegen einen Soldaten ein Disziplinarverfahren einleiten, weil der hat bei Ihnen in den Kommentaren lauter Dinge erzählt, die er nicht erzählen durfte. Dann habe ich, aber das hört ja jetzt keiner, wenn ich das sage, dann habe ich gesagt, die Kommentare sind doch schon gar nicht mehr da. Also man geht dann irgendwie damit um, aber das zeigt schon, wie sich die Leute da einbringen. Dann lass uns noch mal über deinen Blog reden, Christoph. Al-Sharq, der Osten, haben wir gelernt. Ja, der Orient. Der Orient, 2005 gegründet. Wieso? Was hast du gedacht? Wieso braucht die Welt dieses Informationsmedium? Das war, wie gesagt, 2005. Die ganze Welt redete irgendwie vom Web 2.0 und von Blogs, die jetzt irgendwie die Medienwelt verändern. Und dann habe ich mal geguckt, was gibt es denn so an deutschsprachigen Blogs zum Nahen Osten? Und habe irgendwie gesehen, gibt es noch gar nicht. Und dann habe ich halt während der Semesterferien, halb aus Langeweile, halb aus Neugier, einfach mal bei blogger.com innerhalb von 5 Minuten sowas aufgesetzt und angefangen, über Dinge zu schreiben, von denen ich der Meinung war, dass sie in den Massenmedien, in den etablierten Medien zu kurz kamen. Also 2005 fand Nahostberichterstattung eigentlich nur statt Irak und ab und zu mal Israel-Palästina. Und ich fand halt, dass so andere interessante Entwicklungen in Ägypten oder den Golfstaaten da zu kurz gekommen sind. Das war der eine Grund. Der andere Grund war der, dass ich mich mit diesem Blog selbst dazu zwingen wollte, die Ereignisse im Nahen Osten irgendwie genau zu verfolgen. Weil wenn man studiert, dann
muss man sich teilweise auch irgendwie mit Handschriften aus dem 11. Jahrhundert befassen. Und das Aktuelle gerät vielleicht so ein bisschen ins Hintertreffen. Und ich dachte, okay, wenn du dich sozusagen zwingst, jeden Tag einen Artikel zu schreiben, dann bleibt dein Arabisch, du übst dein Arabisch. Du übst dich daran, selbst zu schreiben, weil ich eigentlich auch... Ich habe gesehen, du machst zum Beispiel auch so Presseübersichten, genau, über arabische Medien. Sind die auch alle online oder wie liest du die? Das sind Online-Medien, mhm, genau. Also mittlerweile hat auch jede arabische Zeitung Online-Auftritte, teilweise sogar recht gute. Und genau das ist so eine der Sachen, die ich mache, jetzt inzwischen halt schon mit mehreren Mitstreitern, weil ich halt dadurch, dass ich ja jetzt selbst Volltime-Journalist bin, nicht mehr so zum Bloggen nebenbei komme. Mhm. Du hast selber gesagt, Vollzeitjournalist jetzt bei Spiegel Online. Und Spiegel Online geht es ja ein bisschen so wie der Bild, ohne dass ich damit noch weitere Parallelen auftun will. Jeder liest es, jeder nutzt es. In jeder Redaktion, mhm, guckt man morgens, was schreibt Spiegel Online, was steht bei der Bild vorne drauf. Mhm. Und gleichzeitig muss man aber auch so ein bisschen drüber abnörgeln. Bei Spiegel Online ist der Vorwurf dann, ja, die sind schnell und so. Und da ist man schon heiß drauf, das mitzukriegen. Die sind schnell, aber leider, es geht immer so ein bisschen zu Ungunsten der Gründlichkeit. Mhm. Die sind click-driven. So, als wären das alle anderen Redaktionen mittlerweile nicht genauso oder schon immer genauso gewesen. Siehst du das als einen Gegensatz zum Blog? Also die Arbeit bei Spiegel Online, wo es um Aktualität und News und dieses, klar, Nachrichtliche geht und dein eigener Blog, wo es mehr um den Hintergrund geht? Ist schon ein Unterschied. Also natürlich mache ich auch bei Spiegel Online, irgendwie, wenn ich ein Autorenstück mache, hintergründige Geschichten, die ich zum Teil auch auf dem Blog machen könnte. Also Sachen, die jetzt nicht unbedingt ganz tagesaktuell sind. Aber natürlich finden in dem Blog irgendwie Geschichten statt, die bei Spiegel Online, glaube ich, keinen Platz hätten. Irgendwie über Staatenlose in Kuwait oder gewisse Sachen aus Bahrain oder so. Da wird es dann halt schwer, irgendwie meinen Ressortleiter davon zu überzeugen, dass das jetzt eine Geschichte ist, die ich unbedingt machen muss. Und dafür eine andere Geschichte über den IS oder so heute nicht zu machen. Also das ist schon so, ja. Mhm. Ich würde gerne noch mal auf Twitter eingehen. Das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht. Darf ich kurz noch was ergänzen? Ich habe ja dieses Blog, was ich jetzt freiberuflich betreibe, vor Jahren angefangen, als ich noch bei einem anderen Montagsmagazin gearbeitet habe, nicht beim Spiegel. Und es war genau mein Ansatz damals, dass ich gesagt habe, ich habe Geschichten, die schaffen es nicht ins gedruckte Heft, die schaffen es auch nicht auf die normale Online-Seite, weil mir die Ressortleiter jeweils sagen, das ist aber ein bisschen arg speziell. Und das war genau der Grund, warum ich das mit diesem Blog angefangen habe. Also das ergänzt sich schon und das sind Sachen, die dann parallel laufen. So, jetzt haben wir einige Verbreitungswege schon angesprochen. Würde ich gerne noch Twitter hinzunehmen. Mit einem Beispiel. 2012 hat die israelische Armee per Twitter die gezielte Tötung angekündigt, des Militärchefs der Hamas. Kurz drauf dann ein Bild verschickt dieses Mannes, versehen mit dem Text Ahmed Jarbari eliminiert. Und die israelische und das Video auf YouTube gestellt, das war auch ein Novum. Die israelische Armee sagt, Twitter hätte sich mittlerweile zur zusätzlichen Kampfzone entwickelt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle die Einschätzung teilt oder gibt es Widerspruch? Ja, eine zusätzliche Kampfzone, so wie jedes populäre Medium eine zusätzliche Kampfzone ist. Wie das Fernsehen eine zusätzliche Kampfzone ist, wie Zeitung oder Radio eine zusätzliche Kampfzone ist. Mit einer eigenen Gesetzmäßigkeit auf diesem Verbreitungsweg? Es gibt halt keinen, in dem Sinne keinen Filter. Also man muss die israelische Armee muss nicht erst einen Journalisten davon überzeugen, ihre Sicht der Dinge weiterzutragen, sondern sie können es über ihren Twitter-Account selbst, ihre eigene Sicht der Dinge weiter verbreiten. Ich habe mir mal die Twitter-Kanäle angeguckt der israelischen Armee und der Bundeswehr. Und das ist so für meine... Hast du bei der Bundeswehr welche gefunden? Also ist für meine... Ich habe gedacht, wie kann ich es darstellen? Und habe gedacht, der Vergleich zwischen einer sehr ausgefeilten Kalligrafie und dem Gekritzel eines Fünfjährigen, das, meine ich, illustriert so in etwa den Kontrast. Es ist natürlich auch ein bisschen... Wir müssen jetzt nicht dazu sagen, dass die ausgefeilte Kalligrafie die Israelis sind. Ne? Genau. Es ist natürlich auch extrem fies, die Followerzahlen zu vergleichen. Ich möchte es trotzdem tun. Also klar, die israelische Armee ganz anders eingebettet in der Gesellschaft, unter anderer internationaler Beobachtung als die Bundeswehr. Aber dennoch, die IDF hat fast 400.000 Follower, die Bundeswehr 18.000. Ist das mit dieser zusätzlichen Kampfzone, auf die wir uns jetzt geeinigt hatten, ist die bei der Bundeswehr noch nicht so ganz angekommen, weil das ja auch nicht zum Image passt. Die wollen ja immer nur Frieden sichern und keinen Krieg führen. Die Bundeswehr verweigert sich seit Jahren,
mehr oder weniger dieser Kampfzone und lernt es nur ganz, ganz langsam. Militärisch würde man sagen, die robben sich da langsam ran, weil sie Kontrollverlust befürchten. Also man muss gucken, dieser Bundeswehr-Twitter-Account, der fing damit an, dass sie eine Idee von mir geklaut haben. Ich habe nämlich mal einen Twitter-Account aufgesetzt, der nur die RSS-Feeds der Bundeswehrseiten auf den Twitter-Account routet, weil ich für mich einen Überblick behalten wollte, wenn die was Neues auf ihre Seiten setzen. Was nach dem eben gehörten dann ja bald nicht mehr unbedingt der Fall. Ja, da müssen wir auch noch drüber reden. Also wie gesagt, das mit den RSS-Feeds und auf dem Twitter-Account, das geht halt. Und ich sah dann halt, die haben was Neues eingestellt. Aha, kann ich ja mal nachgucken. Die Idee hat die Bundeswehr kopiert erstmal und genauso einen Bot eingerichtet. Und über Jahre passierte nichts anderes auf diesem Twitter-Account, als dass ein neuer Eintrag auf der Bundeswehrseite auf dem Twitter-Account angezeigt wurde. Jetzt haben sie ganz langsam angefangen zu speziellen Events, sowas wie Kieler Woche oder so, oder Tag der offenen Tür, auch Menschen twittern zu lassen und nicht nur den Bot. Das war schon, glaube ich, ein Schritt, der nicht ganz so leicht gefallen ist. Und soweit, dass sie, wie die israelische Armee sagen, wir nutzen Twitter richtig aktiv, proaktiv als Mittel, um nicht nur irgendwelche, die Bundeswehr ist jetzt auch attraktiv, sondern richtig Ereignisse, laufende Entwicklungen zu verbreiten, zu kommentieren. Das trauen die sich noch nicht. Das hat sehr viel damit zu tun, es muss ja einer machen. Es muss aber auch jemand kontrollieren. Und die meisten kennen vielleicht die Geschichte, eine Firma will twittern. Und dann schreibt die Marketingabteilung eine Vorlage, die geht dann zum stellvertretenden Vice President Consumer Communications und 3 Wochen später, nachdem alle Abteilungen es abgezeichnet haben, darf der Tweet online gehen. Bisschen so ist es da auch. Mhm. Jetzt. Also ich glaube, dass die Bundeswehr vielleicht auch jetzt ein bisschen das durchmacht, was das amerikanische Militär durchgemacht hat, als ich meine Dissertation geschrieben habe. Und da war das nämlich so, dass das Pentagon oft Military-Blogger zensiert hat und die Military-Blogger konnten das aber gar nicht verstehen und waren wütend, weil die sich eigentlich als die Vorkämpfer des Infowars betrachtet haben und gesagt haben, jetzt ihr altbackenen Oberen, ihr müsst aufwachen, alles konvergiert, Medien sind Waffen, Waffen sind Medien und jetzt ihr müsst uns als Vorkämpfer des Infowars, des Cyberwars anerkennen und das fand dann aber auch statt und die Mil-Blogger wurden dann zu Bush eingeladen und es gab sozusagen die Absegnung und in dem Moment sind sie dann auch gestorben. Also, meinst du, das ist dann kontraproduktiv? Also wenn ich mir das angucke, was die israelische Armee macht, muss ich sagen, nee. Das scheint ja von oben abgesegnet zu sein. Und die haben vollkommen die Sprache des Mediums aufgesetzt. Ja, ja. Die entwickeln eine eigene Bildsprache, die posten Videos, die updaten historische Ereignisse und bringen die nach vorne. Also da passiert unheimlich viel. Ja, das stimmt, aber es ist schon auch so. Und ich meine, so hast du dich ja auch gerade selber charakterisiert. Also der Blog und jetzt Twitter oder Facebook, diese neuen Medien leben schon auch von der Abgrenzung zu etablierten Medien. Also der Blog liefert etwas anderes, liefert etwas Neues, liefert eine andere Perspektive, die sonst nicht so kommt. Also das heißt, also und der IDF ist tatsächlich irgendwie auch eine interessante Ausnahme. Die kriegen das richtig gut hin, dass sozusagen, also dass eine Institution sehr erkennbar ist, sehr konturiert, genau, wie auch immer man die Inhalte findet. Und auch irgendwie bei Jugendlichen beliebt twittert. Aber sonst leben, glaube ich, diese neuen Medien immer noch, auch wenn das alles eigentlich Konstrukt ist vielleicht, aber leben schon von der Gegenüberstellung zu den etablierten Medien. Wenn es schon so ist, wie du sagst, Medien werden Waffen, Waffen werden Medien. Wie sieht es dann mit der gezielten Falschinformation aus? Was gab es da jetzt beim Irakkrieg ab 2003 zu beobachten, über den du ja da schwerpunktmäßig geschrieben hast? Also ich finde, es ist eine wahnsinnig schwierige Frage, die im Detail wahrscheinlich besser ihr beide beantworten könnt. Aus meiner Sicht, also wie ich am Ende, das entstand bei mir der Eindruck, dass sowas wie das Medienereignis Irakkrieg eigentlich, also das Medienereignis Irakkrieg besteht aus verschiedenen Akteuren, die verschiedene Positionen haben. Und die versuchen, ihre Positionen stark zu machen und das gelingt ihnen mehr oder weniger gut. Und soziale Medien verändern, wie und welche Akteure sich da in der Öffentlichkeit bewegen können.
als Akademikerin in ihrem Lehnstuhl da jetzt Aussagen über den Wahrheitsgehalt zu machen, finde ich riskant, vor einem Publikum noch viel riskanter. Würde das jetzt dann, also zumindest in meiner akademischen Arbeit, eher sozusagen als Deutungskämpfe beschreiben. Also verschiedene Akteure versuchen, unterschiedliche Ereignisse zu deuten. Und dann liegt es natürlich an mir, die Plausibilität von diesen Deutungen zu bewerten. Und das muss ich machen, indem ich eben verschiedene Medien hinzuziehe und eben den sicherheitspolitischen Blog und den Orient-Blog und so weiter hinzuziehe und versuche mir eine gebildete Meinung zu bilden. Hast du den Ball sehr schön zu den Journalisten gespielt? Dann fragen wir Christoph. Also Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. Bilder aus dem Irak werden als welche aus Syrien ausgegeben. Mhm. Bilder aus dem Gazastreifen sind gestellt. Welche aus der Ukraine retuschiert und in der Aussage verändert oder umgekehrt oder manipuliert zumindest. Welche Möglichkeiten hast du als Journalist? Oder was macht, sagen wir, bei Spiegel Online landet aus welchem Kanal auch immer ein interessantes Foto, ein interessantes Video an? Mhm. Ihr würdet es gerne bringen, aber wollt nicht die Doofen sein, die hinterher verkünden müssen, oh, Korrektur kam jetzt doch aus der anderen Ecke als von uns vermeldet. Wie verifiziert ihr sowas? Also wir haben einmal eine Bewegtbildredaktion, die sich erstmal sozusagen das ganze Technische anguckt, wurde da irgendwie retuschiert, wurde da dran rumgepfuscht etc. Die checken das so gut das geht. Wenn das dann jetzt zum Beispiel ein Video ist, was irgendwie in meinen Beritt fällt, also irgendwie Nahe Osten, dann schaue ich, über welche Kanäle ist das verbreitet worden. Also ist das ein Kanal, der irgendwie vorher schon 10-mal IS-Videos als erster veröffentlicht hat? Ist das sozusagen ein offizieller IS-Account? Ist der über Twitter von den einschlägigen IS-Leuten weiterverbreitet worden? Ist der in irgendwelchen dschihadistischen Foren weiterverbreitet worden, aufgetaucht etc.? Und wenn diese Sachen gegeben sind, dann ist das schon mal irgendwie ein erstes Indiz dafür, dass das authentisch ist. Dann gucke ich mir natürlich irgendwie das Video an, gucke, die Leute haben die, wenn das jetzt irgendwie aktuell sein soll, haben die, wie warm, wie kalt ist es jetzt irgendwie im Norden Syriens, kann das sein, sind die nicht ein bisschen dünn angezogen, wie ist die Vegetation, wie sprechen die, im Idealfall kann ich vielleicht noch heraushören, welchen Dialekt die Leute sprechen, wie sprechen die, was sagen die, benutzen die bestimmte Wörter. Dann sind ja diese Videos oft eingebettet mit bestimmten Gesängen, ein bestimmtes Logo, haben eine bestimmte Bildsprache. Mhm. Und das sind halt irgendwie alles Indizien, die halt irgendwie dann dafür sprechen oder dagegen sprechen. Und wenn ich mir irgendwie sehr, sehr sicher bin, dann können wir irgendwie dieses Video dann auch zeigen. Mhm. So. Wie oft ist es dir schon... Haben wir eine Hausnummer bekommen, wie viele Videos du aussortierst an der Stelle? Das ist unterschiedlich, ich weiß nicht. Eins pro Woche vielleicht so. Also von so wie viel eingehen? Von 3 oder von 16? So in der Art von 3 vielleicht, ja. Also es gibt immer welche, die irgendwie weiter. Aber oft ist es ja auch so, dass ist auch so ein Phänomen der sozialen Netzwerke, dass eben da ein Video auftaucht und dann irgendwie erstmal 10-mal schon Leute auf den Retweet-Button gedrückt haben, bevor dann überhaupt mal jemand guckt und sagt, stopp, kann das überhaupt sein? Ist das plausibel? Da darf man sich halt auch ein wenig verrückt machen lassen, wenn dann irgendwie. Man merkt so, da ist gerade so eine Welle und alle schreien, dann muss man halt trotzdem nochmal versuchen, irgendwie einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was spricht dafür, was spricht dagegen. Ist dir auch schon mal passiert, dass du den Schritt zurück nicht gegangen bist und irgendwas rausgepustet hast, wo du hinterher dachtest, ich habe schon mal was irgendwie bei Twitter verbreitet, was dann hinterher nicht gestimmt hat, aber das war kein Video, sondern das war irgendwie ein Tweet, von dem ich glaubte, er sei authentisch von einem IS. Tweet war auch nur eine Banalität, aber trotzdem, also das habe ich irgendwie weiterverbreitet. Ich glaube, bei Spiegel Online, in meiner Arbeit, glaube ich, ist mir sowas bisher noch nicht passiert. Und dir? So ist es mir noch nicht passiert, aber vor einigen Monaten schon, oder nee, so lange ist gar nicht her, kam mir eine sehr merkwürdige Fake-Geschichte unter. Und da war die Quelle eigentlich sehr gut. Es kursierte nämlich ein Foto von einem deutschen Leopard-Kampfpanzer, der angeblich in der Ukraine gesichtet wurde. Und dieser Tweet wurde nicht nur von den üblichen Verdächtigen immer weiter, also hier aus dem Donbass und hier den pro-russischen Gruppen, sondern auch vom amerikanischen Botschafter in Kiew. Mit der positiven Konnotation, super, die Deutschen kommen im Panzer zur Übung. Hat er sich wahrscheinlich nichts mehr dabei gedacht oder die Botschaft hat sich gedacht, das ist doch mal eine positive Nachricht.
Und dann stellte sich einfach raus, also es kam mir sehr komisch vor und dieses Foto war merkwürdig. Und dann stellte sich sehr schnell raus, dieses Foto stammte aus einem Video, was bei einer Übung in Deutschland aufgenommen worden war. Mhm. Also irgendjemand hat das Bild genommen, drunter geschrieben, guck mal, ich habe in der Ukraine diesen Panzer gesehen. Das machte die Runde. Das Verrückte ist nur, und das hat mich dann sehr nachdenklich gemacht, wieso fällt die amerikanische Botschaft in Kiew darauf rein? Und das hat mir auch gezeigt, selbst Leute, die man sonst als eine authentische Quelle ansieht. Also der amerikanische Botschafter in Kiew ist für mich für bestimmte Dinge eine authentische Quelle, wenn es um US-Verhalten geht, wenn es um NATO geht und so weiter. Aber wenn da so ein Lapsus passiert, muss ich da auch sehr aufpassen. So, ihr passt auch alle gut auf. Habt ihr denn... Genau, das wäre meine Frage gewesen. Warte doch bitte freundlicherweise, bis das Mikro bei dir ist. Und wäre auch nett, wenn du dich vielleicht kurz vorstellst. Ich komme aus Siegen und habe Medienwissenschaften, Literatur und Kulturwissenschaften studiert. Und meine Frage ist, wie lange dauert denn eigentlich die Recherchezeit? Also vom Video bis hin zur Verifikation des Videos, ob man das denn bloggen, ausstellen kann? Kann man das so sagen? Also schaffst du das an einem Arbeitstag? Oder? Ja, also man sollte es schon an einem Arbeitstag schaffen. Also das ist auch von, also bei manchen ist es relativ offenkundig, dass es echt ist. Bei manchen ist es halt schwieriger herauszufinden. Also das kann 2 Stunden dauern, das kann auch 8 Stunden dauern. Aber normalerweise sollte man es schon an einem Tag hinbekommen. Siehst du dann beim Spiegel außer der Redaktion, die technische Manipuliertheit oder Authentizität bestätigt, noch andere Experten hinzu? Also schickst du das auch nochmal irgendwelchen Gewährsleuten in den betreffenden Ländern, weil du den Dialekt nicht richtig verstanden hast oder dir mit einem Plakat manchmal, im Hintergrund nicht manchmal, ganz sicher bist? Ich ziehe manchmal andere Kollegen heran, aber schon irgendwie eher redaktionsintern. Mhm. Und eine Frage weiterhin, wie viele arbeiten denn daran, an dieser Verifikation des Videos? Ist das ein Team? Das passiert dann so oft so. Also wir haben jetzt nicht irgendwie einen Stab von Leuten, die nur darauf warten, Videos zu verifizieren oder zu falsifizieren. Das macht man dann auf Zuruf und das sind dann irgendwie zwischen 3 und 5 Leuten. Auf Zuruf, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich rufe an mit der Bildredaktion, ich sage, ich schicke euch hier gleich einen Link, guckt euch das dann bitte genau an. Achtet mal besonders auf die und die Stellen, die kommen mir vielleicht ein bisschen komisch vor. Und dann gucken sich das in der Videoredaktion irgendwie 2 Leute an. Also wir haben immer so dieses berühmte 4-Augen-Prinzip. Und dann guckt sich die Dokumentation nochmal an und vielleicht mal noch jemand. Und dann entscheidet man. Okay, danke. Habt ihr weitere Fragen? Gibt es weitere Fragen? Hallo, mein Name ist Amos. Mich interessiert vor allem, weil vorhin ist auch so das Thema gefallen, so wie war das denn früher so, gab es Kriegstagebücher, Kriegsberichterstattung oder Krisenerstattung. Was ist denn eigentlich, bis auf die Geschwindigkeit der Verbreitung, ich sag mal inhaltlich, der große Unterschied zu einer vordigitalen Zeit? Also ne, Flugblätter bis hin zur Propaganda, Schlacht oder sonst irgendwas, was ist der große inhaltliche Unterschied? Also Thomas Wiegold weiß die Antwort. Ja, ich weiß nicht, ob ich sie weiß. Ich versuche sie mal. Der große, wirklich quantitative und damit auch qualitative Unterschied ist die Zahl der Akteure. Also früher hatte man Leute oder Institutionen, die in der Lage waren, Flugblätter zu drucken, die Medien herausgaben. Also es waren immer irgendwie Institutionen, vielleicht auch nicht staatliche, meistens staatliche. Heute braucht jeder eigentlich nur einen Laptop, um an diesem Geschehen teilzunehmen. Und das macht es so viel schwieriger, weil natürlich eine Vielzahl von Leuten sich irgendwie da reinklinken, Informationen einspeisen, die können stimmen, die müssen aber nicht stimmen. Und es macht es viel, viel schwieriger zu bewerten, nehme ich den ernst, glaube ich dem, oder sage ich, das ist Blödsinn. Also es wird ja auch langsam unüberschaubar. Was heißt langsam? Es ist unüberschaubar. Es gibt Millionen von Twitterern allein zu den Themen, die mich interessieren, denen ich natürlich nicht allen folge, aber irgendwie poppen dann irgendwelche Sachen bei mir auf und ich versuche dann möglichst zurückzuverfolgen, wo kommt das eigentlich her? Vielleicht kannst du auch noch mal darauf antworten, denn das ist ja das, was du studiert hast als Amerikanistin, als Medienwissenschaftlerin. Ja, also ich stimme dir vollkommen zu. Es gibt mehr und es ist vielleicht auch
das, was es mehr gibt, ist auch fragmentierter. Also das wäre ja, also wenn man so an, also zum Beispiel das, der, ein klassisches Beispiel ist ja Walter Cronkite im Vietnamkrieg. Man stellt sich den Vietnamkrieg ja immer so als den Fernsehkrieg vor, aber in der Praxis sah das dann so aus, dass man abends einfach 10 Minuten Nachrichten geschaut hat und vielleicht noch ein bisschen Zeitung gelesen hat. Aber das heißt, es gab eigentlich, also wenige Stimmen, die den öffentlichen Diskurs gelenkt haben, und alle anderen Stimmen, das haben natürlich die Soldaten und die Zivilisten haben ja geschrieben und produziert, aber das wurde erst nach dem Krieg veröffentlicht. Also das heißt, die Beschleunigung bringt halt jetzt diese Mehrstimmen hin, und durch diese vielen Teilnehmer, denke ich, hat sich das, weil es so unübersichtlich wird, hat sich das Feld auch aufgeteilt. Und es ist ja eine Beobachtung auch von Internetwissenschaftlern, wenn ich das mal so nennen kann, dass man sich jetzt eher in der eigenen politischen Blase auch informiert. Also das heißt, die Informationen, die wir kriegen, sind vielleicht fragmentierter und gefilterter und deswegen auf keinen Fall objektiver als früher. Ja, wobei, da möchte ich an einer Stelle widersprechen. Wir haben es natürlich auch, oder ich kann es ja nur auf mich als Journalist beziehen, ich habe es natürlich viel einfacher als früher, Informationen aus den verschiedensten Lagern mir anzugucken. Also es ist für mich ein Klick entfernt, ob ich, um in deutscher politischer Terminologie zu bleiben, ganz links, ganz rechts, ob ich pro-russisch, ob ich anti-russisch, pro-syrisch, irakisch und so weiter. Die Sprachbarriere ist für mich in gewisser Weise da, aber da gibt es dann auch Mittel, damit umzugehen. Aber ich habe im Unterschied zu vor 10, 15, 20, 30 Jahren viel weniger Probleme, Informationen von denen zu bekommen, die ich damals gar nicht hätte wahrnehmen können. Das stimmt, also das stimmt total. Und, aber du bist sicher auch ein sehr aktiver Nutzer. Und, aber wenn man sind sich das diese, nicht alle? Wahrscheinlich nicht in der Quantität wie bei dir, vermute ich. Also ich meine, eben, es kam ja schon eben zur Sprache, Verifikation ist auch eine Frage der Zeit. Ja, und wenn ich jetzt eben nicht, also wenn ich eben das wissenschaftliche Tagesgeschäft habe, dann kann ich nicht so viel Zeit damit verbringen, sondern dann bin ich eben von Bloggern auf Blogger angewiesen, die mir Informationen geben, und muss das dann einfach auch glauben. Und wenn man sich diese Netzwerkdiagramme anguckt von Twitter-Konversationen, die, also vor allem auch politischen Twitter-Unterhaltungen, dann teilen die sich ja ganz oft dann, also sobald es um was Politisches geht, teilt sich das dann in Lager. Und auch so ganz alte Lager, von denen immer alle sagen, die sind schon längst passé, links und rechts oder liberal und konservativ oder sowas. Also aber es liegt natürlich an uns aktiven Nutzern, diese anderen Quellen uns auch anzugucken. Habt ihr weitere Fragen? Oder Lydia, kommt irgendwie über Twitter was Anmerkungen? Keine Twitter-Fragen. Darüber, liebe Kinder, reden wir nochmal. Doch, jetzt, dann mache ich den ganz, ganz kurzen Werbeblock. Nee. Ich bin doch auch bei den Krautreportern. Da gibt es mich als Hörbuch. Das wollte ich doch nur gesagt haben. Okay, gut. Ich konnte es nicht verhindern. Okay. Aber Privatgespräche und Eigenwerbung hinterher beim Glas Wein. Habt ihr noch weitere Frage noch sachbezogene Fragen? Da winkt jemand und hat das Mikro in der Hand. Ja. Hallo, ich bin Adrian. Ich versuche das mal als Frage zu formulieren, weil es ja sonst unhöflich ist. Ich lese den ganzen Tag Zeitungen oder Internetzeitungen, wenn ich nicht gerade forsche. Aber ich bin irgendwie am Abend trotzdem unzufrieden und enttäuscht und freue mich dann wieder auf die Sonntagszeitung, weil dann kommen richtige Reportagen und Einordnungen der Sachen, die über die Woche passiert sind. Ich finde etwas schade, dass die Berichte, die sonst so täglich rausgehauen werden in den Leitmedien wie Deutsche Zeitung, Spiegel Online und so weiter und so fort, doch irgendwie nur das wiedergeben, was man irgendwo im Netz gefunden hat, und viel zu wenig Einordnung, Verifikation und mehr darüber hinaus passiert. Kann man da nicht irgendwie auch sich absetzen von reinen Blogs, Erlebnisberichten und ein bisschen darüber hinausgehen. Das ist vielleicht eine Frage an dich, Christoph. Aber ich weiß nicht, ob Christoph nicht schon genau der Typ ist, der das macht, indem er in dem einen wie in dem anderen Medium arbeitet. Also erstmal würde ich sagen, dass wir auch bei Spiegel Online über Erlebnisberichte und so hinausgehen. Also wir versuchen schon einzuordnen, also das, was aktuell passiert, irgendwie einzuordnen, zu bewerten, zu erklären, warum das wichtig ist. Aber natürlich gibt es Sachen, für die ein Wochenmagazin, eine Sonntagszeitung oder auch
Magazine, die jetzt noch montags, demnächst am Samstag erscheinen, vielleicht die geeignet, also das geeignetere Medium sind. Also eine ausgeruhte Reportage aus der Türkei oder aus Syrien, aus dem Peschmerga-Gebiet, liest man vielleicht dann doch besser nicht am Rechner, sondern vielleicht noch in der guten alten Printform oder von mir aus auch auf dem iPad. Also das sind, glaube ich, eben Sachen, wo sich online und das klassische Wochenmagazin sehr gut ergänzen können. Darf ich da noch was kurz ergänzen? Mhm. Also ich habe den Eindruck, wenn ich das will und danach suche, dann finde ich diese Langform auch in der Woche. Also die Seite 3 der Süddeutschen zum Beispiel ist eine klassische Langform, die auch am Wochenende irgendwo stehen könnte. Oder wenn ich nicht aus dem deutschsprachigen Bereich bei The Atlantic gucke, die auch mal sehr opulente Stücke und auch nicht nur am Wochenende bringen. Also vielleicht ist es eine Frage, wie man sein Medienmenü sozusagen zusammenstellt. Gibt es weitere Fragen von euch? Ansonsten hätte ich auch noch ein paar auf dem Zettel. Ich würde nämlich gerne noch mal auf das Thema Verifikation zurückkommen. Wir sprachen ja schon drüber. Es gibt einige Seiten, die sowas und Agenturen, die sowas inzwischen professionell betreiben. StopFake.org macht das sozusagen aus der ukrainischen Warte und versucht, pro-russische Propaganda als solche auseinanderzunehmen. Sagt selber auch, wir sind nicht objektiv, aber versuchen zumindest soweit möglich den Wahrheitsgehalt einer Nachricht zu überprüfen. Es gibt Agenturen wie Storyful, die eben mit besagten Algorithmen einfach sämtliche Kanäle abtasten und gucken, was steckt da an News drin, die wir dann dem Spiegel oder allen anderen Medien verkaufen können. Auch die müssen das natürlich vorher verifizieren. Glaubt ihr, dass es in absehbarer Zeit mehr solcher Geschäftsmodelle gibt? Denn im Moment verdienst ja weder du mit deinem Blog, denke ich, noch du mit deinem Geld. Aber gibt es ein bisschen schon, okay, aber davon leben wäre wahrscheinlich so ein bisschen kläglich. Gibt es wohl in absehbarer Zeit Geschäftsmodelle, die nur mit dem Generieren von News im Netz und dem Verifizieren von News aus dem Netz Geld verdienen? Magst du eine Prognose, Johanna? Also, das finde ich eine interessante Frage. Wahrscheinlich, weil wenn es Geld zu verdienen gibt, wird es irgendjemand irgendwie verdienen. Einführende hat ja sozusagen darüber gesprochen, dass Firmen im Internet schon Gatekeeper-Funktion haben und damit auch Geld verdienen. Und dann gibt es wahrscheinlich demnächst auch die andere Seite. Aber wie genau das aussehen sollte, wüsste ich nicht. Eine andere Art und Weise, diese Informationen zu nutzen, Thomas, wäre ja eine strategische. Jetzt scheint ja die Bundeswehr da nicht upfront zu sein, aber eigentlich müsste sie es. Es gibt Armeen, ja. In den USA zum Beispiel wird sehr viel Geld in Studien investiert, die raussaugen sollen. Was können wir denn mit diesem ganzen Datensalat machen? Das tut die Bundeswehr auch. Das tut sie auch. Das darf man nicht vermischen. Worüber ich das vorhin wäre meine Frage gewesen, ja. Wie wird das strategisch genutzt? Ja. Also das eine ist, was die Bundeswehr als Twitter, bei Twitter zum Beispiel als Kanal nach außen macht. Da würde ich sagen, ist noch Platz nach oben. Es gibt natürlich andere Geschichten, da habe ich auch schon Vorführungen gesehen. Und witzigerweise funktioniert das auch, wenn man die Sprache gar nicht kennt, die einfach Twitter oder Tweets aus einer bestimmten Region aggregieren und gucken, was kommt am häufigsten vor als Begriff. Und dann sagen, jawohl, in diesem Ort in Pakistan gibt es gerade einen Anschlag oder gab es gerade einen Anschlag, ohne dass derjenige, der das ausgewertet hat, was spricht man in Pakistan? Ich weiß es immer nicht. Urdu. Urdu, okay. Urdu oder jedenfalls die Landessprache gekonnt hätte. Das fand ich schon ganz beeindruckend. Und da ist die Bundeswehr schon mit dabei, aber wahrscheinlich längst nicht so ausgefuchst, wie es die Amerikaner zum Beispiel sind. Das heißt, all das, was in diese Kanäle gepumpt wird, sowohl Twitter, Facebook, also auch öffentlich zugänglich ist. Es geht jetzt nicht um Spionage, es geht jetzt nicht darum, irgendwas Geheimes auszugraben, sondern Open Source Intelligence, was offen verfügbar ist, so zu aggregieren, so zusammenzufügen, dass man daraus auch neue Erkenntnisse gewinnen kann. Und das macht die Bundeswehr auch? Da macht die Bundeswehr auch mit, ja. Also die NATO zum Beispiel macht es ja. Die haben sich Koordinaten von libyschen Aufständischen quasi twittern lassen und dann nach ihrer
diese berühmten Geschichten. Es gibt auch übrigens die Gegengeschichte. Es gibt eine ganz wunderbare Karte. Damit kann ich bei Vorträgen Bundeswehroffiziere immer richtig schockieren. Ich weiß nicht, ob wir welche unter uns haben, aber wenn, dann jetzt aufgemerkt. Es gibt das wunderbare Beispiel aus dem Libyen-Krieg der NATO 2011. Da gab es ein offizielles Foto von einem schwedischen Luftangriff auf eine libysche Raketenstellung. Das Foto ist deklassifiziert worden, alles Geheime war wegretuschiert, das wurde über Twitter verbreitet. 5 Minuten später kam eine britische Quelle und schrieb übrigens, die Koordinaten zu dem Foto, was da vorhin lief, sind folgende. Mhm. Dann kam Länge und Breitengrad ziemlich genau. Und solche Dinge gab es relativ viele. Und dann gab es eine Google Maps, da waren säuberlich eingezeichnet die bekannten libyschen Raketenabwehrstellungen. Und das hat die Bundeswehroffiziere immer ein bisschen aufgeregt, die erkannten Waypoints, über die die NATO über dem Mittelmeer nach Libyen eingeflogen ist. Das war alles durch offene Zusammenstellung von offenen Quellen und gab schon sehr interessante Hinweise. Ich würde gerne mit Blick auf die Uhr wohl nur noch antippen, ein auch beliebtes Thema in dem Zusammenhang, hier eigentlich, glaube ich, fast immer beliebt bei den Veranstaltungen, neue und alte Medien. Bei dir, Johanna, habe ich gelesen über den Blog My War, wo man erst nicht wusste, wer den verfasst hat. Dann war die Person namentlich bekannt, also ein Blog aus dem Irakkrieg. Dann ging der Autor des Blogs sozusagen auch durch die Printmedien und zum Schluss wurden die Blog-Einträge aus- und umgebaut zur Buchform. Mhm. Also da war das eigentlich überhaupt keine Konkurrenz oder sich kannibalisieren, sondern so ein ganz erfreuliches doch letztlich hin und her zwischen den Kanälen. Der ist jetzt eigentlich, der schreibt für den Esquire immer wieder, Corby Buzzell ist das und auch, der ist so eine Art Talking Head, wenn die irgendjemand brauchen, der ist so ein bisschen so ein bulliger Typ mit Glatze und so ein bisschen rauerer Sprach und wenn die jemand brauchen, der irgendwie mal so die Meinung sagt jetzt über was Amerika im Irak mit ISIS machen soll, dann holen sie immer Corby Buzzell. Also ich weiß nicht, wie gut seine Karriere jetzt verlaufen ist, aber er ist jetzt auf jeden Fall etablierter Talking Head, falls das eine Unterkategorie von Journalist ist. Und ist das prototypisch, würdest du sagen, für das Verhältnis der Verbreitungskanäle? Also siehst du eine Konkurrenz zwischen online und ja analog, kann man schon eigentlich fast gar nicht mehr sagen, weil ja auch Print und Fernsehen sich sehr aus dem Netz speisen, aber siehst du eine große Konkurrenz oder eine scharfe Konkurrenz zwischen neuen und alten Medien, wenn wir es mal so platt alt neu sagen wollen? Also ich glaube, dass, also wie ich es vorher auch schon vielleicht versucht habe, ein bisschen anzusprechen, ich glaube, dass die Konkurrenz insofern besteht, dass die beiden, neu und alt, sagen wir mal, einander noch brauchen, um sich voneinander abzugrenzen. Also der Blog, vor allem, also der Journalistenblog ist noch ein bisschen anders, aber der Soldatenblog oder Soldaten-Twitter oder Soldaten-Facebook lebt eben davon, dass es nicht dieses CNN ist, was so kommunistisch-liberal immer nur über die, also die meisten amerikanischen Soldatenblogs sind sehr konservativ und pro-militärisch, halt immer falsch und sehr viel zu negativ über die Kriege berichtet. Also das heißt, die brauchen sozusagen den großen Bruder, um zu sagen, ich bin echt. Und ich glaube, wenn man jetzt im Irakkrieg auf dann geguckt hat, wie CNN darauf reagiert hat, dann haben die gleichzeitig versucht, sich eben als etablierte Institution, die Verifikationsmechanismen und so weiter zu bieten hat, darzustellen. Und man hat aber diese Medienformen auch integriert, um irgendwie auf dem Markt zu bleiben. Also ich glaube, es ist so, man tut so ein bisschen, als sei man stünde man im Widerspruch, aber im Grunde ist es sind die Grenzen ja total fließend und die meisten Journalisten sind aktiv in neu und alt und verdienen vielleicht ihr Geld in alt und sind aktiv in neu, um ihr Geld trotzdem in alt zu verdienen. Trotzdem finde ich ja die Diagnose, sie brauchen sich noch, um sich voneinander abzugrenzen, ganz interessant. Und Spiegel Online ist gerade 20 geworden, insofern ja wirklich quasi ein steinaltes Schlachtross in diesem Beritt. Bei euch im Haus wird ja auch
wir könnten sagen, lebhaft diskutiert über das Miteinander. Brauchen wir einander? Sind wir gleichwertig auf den Distributionswegen? Wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Also du musst jetzt nicht uns die Zukunft des Montags oder Sonntags oder Samstags erscheinenden Spiegels irgendwie an die Wand malen, sondern der Kanäle. Das würde mich interessieren, wie du das einschätzt. Ich denke, es wird schon weiter so sein, dass Spiegel Online das Medium ist, was tagesaktuell, was schnell berichtet, was aber natürlich auch immer bemüht ist, und das ist, glaube ich, auch das, was Spiegel Online irgendwie von anderen ein bisschen abhebt, gleich die Ereignisse einzuordnen und vielleicht auch versuchen, immer noch so einen anderen Dreh einer Geschichte zu geben oder nochmal eine Geschichte aus einem anderen Blickwinkel zu erzählen. Der Printspiegel wird, glaube ich, wird zum einen oder sollte zumindest stärker wieder darauf gehen, irgendwie investigative Geschichten zu bringen, weil die Kollegen dort halt doch noch ein bisschen mehr Zeit haben und nicht unter dem Zeitdruck stehen, unter dem wir trotz allem natürlich als Online-Redaktion stehen. Und natürlich auch, wenn es darum geht, irgendwie Themen zu setzen, die dann von anderen Medien aufgegriffen werden, hat ein Spiegeltitel halt schon nochmal eine andere Wucht als ein HP1-Aufmacher bei Spiegel Online. Okay, ich würde gerne wissen, ob ihr noch Fragen habt. Dann könnt ihr sie nämlich jetzt stellen. Nö? Lydia, noch aus Twitter irgendwas? Na gut, dann wollen wir euch auch nicht quälen. Eine letzte Frage würde ich doch gerne noch stellen. Es klang bei unserem ganzen Verifizierungsgespräch auch schon an. Letzten Endes ist es aber doch so, als Konsumentin, aber ich muss ehrlich sagen, auch als Journalistin, kann ich nicht jedes Detail nachprüfen. Selbst mit einer irren Menge Zeit kann ich nicht jedes Wort, das da irgendwo aufgeschrieben ist, das mich erreicht, umdrehen und prüfen, ist es wahr oder nicht. Was tun? Ja, es hat sich ja rausgebildet eigentlich. Deswegen gibt es Medien. Deswegen gibt es Journalisten. Also dann ist die Währung doch immer Glaubwürdigkeit. Ja, dir glaube ich, ja, einem anderen Fall nicht. Ja, und ja, so einfach ist also, die Kiste. Also du sagst, oder ein Leser sagt, ja, Spiegel Online glaube ich, Zeit Online vielleicht mehr oder weniger, ist ja egal. Jeder hat da seine persönliche Präferenz. Und ich denke, die wird nicht nur durch, das ist politisch eher meine Richtung bestimmt, sondern auch, ist das für mich glaubwürdig. Und deswegen sehe ich da, also dieser Abgesang auf den Journalismus, den man auch sehr viel hört in jüngster Zeit, da bin ich gar nicht so skeptisch. Also das gedruckte Papier hat Probleme, wird vielleicht noch mehr Probleme haben. Aber Journalisten, die etwas einordnen und denen man auch glaubt, was sie schreiben, weil man eben nicht jeden Stein selber umdrehen kann, die werden auch weiterhin gebraucht werden. Okay, dann sage ich noch dazu, wahrscheinlich gilt, was sicherlich auch schon bei Dokumenten in Keilschrift gegolten hat, skeptisch bleiben, ansonsten sind es ja halt Glaubensfragen. Ich finde es auch immer gut, wenn man immer einen Menschen oder Blogger oder eine Zeitung hat in seinem RSS-Feed oder sonst wo, den man hasst. So, also ein so love your enemies, also so ein, okay, wo man denkt, so, das ist gar nicht meine Meinung, der ist ganz am anderen Ende vom politischen Spektrum. Irgendwie, das als ist Korrektiv? Gut. Ja, also als... Okay, wer ist das bei dir? Das wollen wir jetzt noch wissen. Oh Gott. Das Erste, was mir jetzt in den Kopf kam, war die FAZ, aber das stimmt überhaupt nicht. Mein Korrektiv ist CJ Grisham, der waffennah und Open Carrier. Den ich super finde übrigens. als Informant. Als Beispiel. Nein. Nein, als Lieferant von Informationen. Ja. Du kannst sagen, er ist ein konservatives Arschloch. Er ist bewaffnet bis an die Zähne, aber der fährt nach Syrien und sagt, ich habe da eine Patrone gefunden und deswegen weiß ich, dass diese Peschmerga-Einheit Kalaschnikows aus chinesischer Produktion von vor 1954 benutzt. Okay, dann machen wir jetzt hier noch eine... Aber es hilft. Wir greifen deins auf. Aber Michael Yarn. Nee, Cecil Chivers meine ich. Entschuldigung? Du hast auch Cecil Chivers gesagt. Das sind Fachgespräche, die könnt ihr beim euch betrinken noch führen. Ja. Ich würde jetzt gerne den Aspekt, den du jetzt reingetragen hast, doch nochmal an euch zwei beide auch weitergeben. Also deine, die allergrößte Abneigung auf sich ziehende Person hast du uns genannt. Jetzt würde ich die gerne von dir wissen. Christoph? Das gibt so ein paar arabische Pro-Assad-Blogs, mit denen, also die ich furchtbar finde, aber die trotzdem halt mitunter ganz interessant sind und das halt gut ist, irgendwie deren Sicht der Dinge irgendwie auch so falsch und so schlimm man sie finden kann, wahrzunehmen. Und bei dir, Thomas? Ich tue mich schwer, das an bestimmten Personen festzumachen. Es gibt
Medien vielleicht? Ja, Medien. Es gibt manchmal Medien, die das aufgreifen, was ich schreibe, und dann das als Beleg für den schlimmen imperialistischen Raubzugscharakter des Westens und seiner permanenten Militarisierung nehmen. Das möchten wir jetzt ein bisschen genauer wissen. Nee, genau so ist es. Aber so nach dem Motto, guck mal, der hat geschrieben das und das zeigt doch hier, der Militarismus erhebt wieder sein übles Haupt in Deutschland. Beleg, guck bei Wiegold, der schreibt irgendwie, es gibt einen neuen Panzer. Ja gut, das ist aber jetzt nicht das, wonach ich gefragt habe. Doch, das sind die, die lese ich ja auch und dann denke ich immer, scheiße, warum verdrehen die mich so? Okay, gut, da fühlst du dich missverstanden, aber kriegst ja nicht von Andersmeinenden was reingetragen, was so dich nicht bereichert, nee, als Korrektiv, Ergänzung, nein, nochmal aber anders ich, drüber ich denk, denken. Ich habe so eine breite, ich gucke auf eine so breite Palette, von die ich dich alle irgendwie, auch wenn ich sage, komisch, aber trotzdem als Bereicherung empfinde. Von daher habe ich nicht so ein Love Your Enemy bisher, vielleicht muss ich mir einen suchen. Okay, geht raus, sucht eure Feinde. Die Frage würde ich dich bitten, weil ich jetzt schon quasi dreimal den Anlauf zur Abmoderation genommen habe und ich glaube, ein viertes Mal wird mir nicht verziehen, privat zu stellen. Es bleiben alle noch ein bisschen hier. Ein paar Sachen möchte ich euch noch hinter die Ohren schreiben. Ihr könnt diese Sendung hier nachhören im Hörsaal. Am Sonntag, den 16.11., kurz nach 6 am Abend auf D-Radio Wissen, ist dann da auch als Podcast bereit für euch. Und die nächste Ausgabe des digitalen Salons gibt es dann am 26. November, ist dann wieder eine spezielle Super-Duper-Ausgabe anlässlich des Wissenschaftsjahres. Wir ziehen dann um Richtung Schöneberg und schlagen die Zelte so ungefähr da auf, wo auch Günther Jauch zu finden ist. Genauere Angaben gibt es dann auf hig.de. Und wir wollen uns dann übers Tablet beugen, nicht als Mittel der Zerstreuung oder als Arbeitsinstrument, sondern als, ja, als Unterrichtselement. Inwiefern taugt das als Unterrichtsmittel? Petucation, digitales Lernen für die digitale Welt, ist die Runde überschrieben. Fängt wie immer, pling, um 7 Uhr an, ist wie immer Eintritt frei. Ihr müsst euch aber bitte anmelden, eben auf hig.de. Vielen Dank euch dreien hier vorne und euch allen fürs Kommen und Mitsprechen. Danke sehr. Applaus